Wieso ist die Schrift schon wieder kleiner geworden? Sagen, nee. Ja, aber ich weiß, was Sie denken. Das ist nicht, nein, nein, nein. Früher fragte ich mich oft, warum das Kind in deutscher Sprache weder maskulin noch feminin ist. Auf Russisch wird jedes Lebewesen gleich bei seiner Geburt einem Geschlecht zugeordnet. Aber seit ich selbst deutsche Kinder habe, verstehe ich es etwas besser. Es kann sich nämlich in keine Frage festlegen. Es will zum Beispiel mit den Eltern nirgendwohin fahren, allein lassen darf man es aber auch nicht, weil es unzurechnungsfähig ist. Es kann Partys mit fremden Menschen in der Wohnung veranstalten. Es pfeift auf elterliche Interessen, Vorschläge und Reisepläne, will aber gleichzeitig alles von dir haben. Dein Geld, dein Fahrrad, deine Hemden und T-Shirts. Mein Sohn wühlt in meine Garderobe extra, um mich zu ärgern. Und sagt dabei, ach, du hast so viele schicke Klamotten. Bald, sehr bald wird alles mir gehören. Wir haben fast die gleiche Größe. Jetzt sagte ich ihm, Sebastian, schau bei Mama, sie hat noch mehr schicke Klamotten. Warum muss ich immer... Aber solche Witze kommen da überhaupt nicht an. Darüber können Sie nicht lachen. Der einzige Zwang, der es nachgibt, ist die Schule. Keine Ahnung, wie Lehrer es geschafft haben, Heranwachsende zu überzeugen, dass sie zur Schule müssen. Das ging bestimmt nicht ohne Hypnose. Im Juni geht aber auch der Schule die Puste aus. Das Gymnasium gleicht der späten Sowjetunion kurz vor der Auflösung. Drinnen ist nichts mehr los. Das Territorium darf man aber trotzdem nicht verlassen. Ein Notenstopp wird verhängt. Altes Wissen erfolgreich vergessen. Neues Wissen nicht mehr vermittelt. Die Schüler sitzen die meiste Zeit auf dem Schulhof. Die Jungs gammeln. Die Mädchen chillen. Und die Lehrer versuchen, ihre Unterrichtsstunden mit Unterhaltung zu füllen. In der Spanischstunde bekamen die Schüler die Aufgabe, in Gruppen aufgeteilt eine Tortilla zu Hause zu backen. Meine Tochter modernisierte das alte spanische Rezept. Ihre Tortilla mit russischen eingelegten Gurken und Pilzen sorgte in der Klasse für Furore. Im Deutschunterricht sah sich die Klasse einen Film an, Goodbye Lenin, zum wiederholten Mal, zum dritten Mal. Meine Tochter mag diesen Film sehr, vor allem die Alltagsrequisiten der ehemaligen DDR gefallen ihr. Die Klamotten, die Musik, die Architektur. In ihrer romantischen Vorstellung war die DDR nicht ein verlängerter Arm Moskaus, ein Blinddarm des Kalten Krieges, sondern ein zauberhaftes Land, bevölkert mit lustigen Kommunisten, die sich vor der übrigen Welt mit einer Mauer schützten, um aus ihrem Alltag einen Zirkus zu machen. Nach dem Film zu urteilen, war die DDR tatsächlich ein Spaß für Groß und Klein. Ihre Auflösung ein Unfall, nicht auf Drängen der Zirkusangestellten, sondern rein zufällig erfolgt. Alles auf Erden ging eben irgendwann mal zu Ende. Die DDR war da keine Ausnahme. Unsere Erklärungen, wie es wirklich war, nahm das Kind mit chemischem Lächeln zur Kenntnis. Was konnten wir schon erzählen, wo es doch schon dreimal Goodbye Lenin gesehen hatte? Wir Eltern verbrachten im Juni viel Zeit im Garten und versuchten bei jeder Gelegenheit nach Brandenburg in die Natur zu fahren, zu meinem neuen Garten. Das Kind verabschiedete uns mit Enthusiasmus, doch nicht einmal 2 Stunden vergingen, da kamen die ersten Anrufe. Wann kommt ihr eigentlich nach Hause? Fragte es im Hörer. Sollen wir? Fragten wir zurück. Ja, nein, ich weiß nicht, meinte das Kind vage. Es ist schon cool, wenn ihr nicht da seid, aber kommt trotzdem zurück. Obwohl ich für euch noch keine konkrete Aufgabe habe. So ungefähr äußerte er sich am Telefon. Bleibt im Garten, aber kommt zurück. Und ruft vorher an, bevor ihr zurückfahrt. Ich weiß, wenn wir zurückkommen, ist das Kind nicht da und weiß selbst nicht, wo es ist. Es geht ohne Schlüssel und ohne Telefon los und wir können das Haus nicht verlassen. Oder es nimmt unsere Schlüssel mit und wir kommen nicht in die Wohnung. Oder es verliert die Schlüssel und wenn wir das Schloss auswechseln, findet es die Schlüssel wieder. Wir leben in ständiger Angst, dass irgendetwas passiert. Ruft es an, heißt es, irgendwas ist schiefgelaufen. Ruft es nicht an, noch schlimmer. Wenn das Kind zu lange draußen herumläuft, ist mit Problemen zu rechnen. Wenn es zu Hause sitzt, ist es einfach nicht zu ertragen. Es hat Stimmungsschwankungen. Es kann innerhalb einer Stunde per Facebook alle Freunde verlieren und wiederfinden.
Es hat entweder Langeweile oder Hunger oder es wird krank. Gerade eben sprang es durch die Wohnung wie ein Ziegenbock, wollte Skateboard im Korridor trainieren und seine Haare richten. Plötzlich wird es ganz blass im Gesicht und hat Zuckungen am ganzen Körper. Natürlich am Wochenende, wenn die Ärzte frei haben. Mach was, tu was, heile mich. Manchmal hat es gute Laune und alles ist wunderbar. Und manchmal ist es unglaublich kreativ. So erzählte mir meine Tochter vor einiger Zeit, sie töpfere in der Schule. Ein Geburtstagsgeschenk für die Mama. Schon wieder einen Aschenbecher wie im Kindergarten, erkundigte ich mich. Das Töpfern war eigentlich das letzte Mal im Kindergarten angesagt gewesen. Jede Woche hatte das Kind damals einen krummen Aschenbecher für Mama mit nach Hause gebracht. Wir haben noch immer eine ganze Sammlung schräge präpubertäre Aschenbecher irgendwo auf den Regalen verteilt liegen. Nun hat das Kind aber einen richtigen Menschen getopfert. Einen, der aussieht, als hätte er einen schlimmen Autounfall gehabt. Der Körper verstümmelt, der Kopf hat eine Wölbung und alle Sinnesorgane bis auf ein Ohr fehlen. Das ist ein junger Mann auf der Suche nach seinem wahren Ich, erklärte meine Tochter. Deswegen sind seine Augen und Ohren nach innen, nicht nach außen gerichtet. Die ganze Klasse wäre von ihrer Kunst begeistert, erzählte sie. An diesem Kunstobjekt kann man erkennen, wie stark sich die Welt des Kindes verändert hat, wie sein Selbstverständnis gewachsen ist. Aus einem primitiven Aschenbecher ist ein geheimnisvolles Männchen mit einem Ohr geworden. Zur Not könne man das Männchen jedoch ebenfalls als Aschenbecher benutzen. Die Wölbung auf dem Kopf eignet sich perfekt für Zigarettenkippen, meinte Nicole. Sie wollte eine rationale Komponente ihrer Kunst nicht ausschließen. Abends zieht sich das Kind schick an und geht in den Park. Es hatte die Garage für sich entdeckt. Einen alten Second-Hand-Laden, in dem die Klamotten nicht nach Farbe und Form, sondern nach Gewicht verkauft werden. Wir haben die Garage, das ist hier um die Ecke übrigens. Wir haben die Garage schon vor 20 Jahren entdeckt. Ich habe mir damals dort ein zerknittertes, dunkelgrünes Sakko gekauft. Beim Bügeln stellte meine Frau das Bügeleisen auf den Boden, wo Nicole damals noch zweijährig herumkrabbelte und prompt das Bügeleisen anfasste. Sie hat angeblich noch immer eine kaum sichtbare Narbe am Zeigefinger, die von damals geblieben sei. Sie sagt, sie mag diesen Finger besonders gern, weil er anders als die anderen ist. Aus dem dunkelgrünen Sakko ist mittlerweile ein hellgrüner Waschlappen geworden. Warum habt ihr uns nicht früher von der Garage erzählt? Wir mussten die ganze Zeit in H&M-Klamotten rumlaufen, ärgert sich das Kind. Es ist überhaupt oft schlecht gelaunt. Tagsüber will es nichts essen, hat nachts Fressattacken, die es mit Pizza stillt, schreit mit einem Marker auf die Schrankwand in seinem Zimmer Mother I Kill You und behauptet frech, dies sei bloß eine Zeile seines Lieblingsliedes. Aber es hat dir als Baby an den Hals gehaucht, es hat dich mit kurzen, dicken Händchen umarmt und es hat eine lachende Ameise mit einem Stück Papier in der Hand auf die Tapete in deinem Arbeitszimmer gekritzelt mit der Unterschrift »Mein Papa hat ein neues Buch geschrieben«. Diese Bilder sind ein fester Teil deiner Biografie. Es sind die schönsten Momente deines Lebens und daran ist nicht zu rütteln.